Hallihallo, Freunde, und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yonder. Ich würde vorschlagen, in der Folge würde ich hier gern das ein oder andere Tier für unseren zweiten Bauernhof suchen. Und ich positioniere mal das Mikrofon etwas besser. Entschuldigung. Hier unten haben wir zum Beispiel einen Fuchs. Ich weiß nicht, ob man Füchse auch, beziehungsweise ob die Füchse irgendeinen Ertrag bringen auf dem Bauernhof. Futter, ja gut, dann komm. Dann geben wir dem ein bisschen was von unserem Futter. Ich bin mal gespannt, ob die Füchse in irgendeiner Form Ertrag bringen. Ich würde gerne zwei, drei Tiere für den Hof hier sammeln. Und dann erkunden wir mal weiter, weil guckt mal in die Richtung. Es sieht wunderschön aus. Es sieht echt wunderschön aus. Ich finde es nur immer noch ein bisschen dreist, dass selten das Buch einfach nicht lädt. Fuchsi? Fuchs. Fuchs, hallo? Hallo? Wo ist der? Da! Ey, du! Ja. Wo bist du jetzt hängen geblieben? Ach, an der unfertigen KI. Ach so, ja, das verstehe ich natürlich. Das, ist natürlich absolut nachvollziehbar. Der macht den Michael Jackson. Komm ran! Was zum Geier tut dieser Fuchs? Komm ran, wo kann ich den unterbringen? Dschungelfuchs adoptieren, ja bitte. Okay, gut, jetzt ist der Fuchs wo? Ach, da drin! Na du? Gut, jetzt bin ich halt gespannt, ob der irgendeinen Ertrag bringt. Ich habe jetzt leider nicht genug Ställe, ne? Deswegen kann ich jetzt wahrscheinlich gar keine weiteren Tiere dahin bringen. Wer bist du denn? Reden wir erstmal mit dir hier. Kari kennen wir, glaube ich, oder? Bambexe sind hochintelligent und spielen einander Streiche. Da haben wir noch eine Quest. Bist du Polly? Polly kennen wir nicht. Hallo, du, mir ist kalt und nass bin ich auch. Im Regen draußen. Ist nicht lustig. Kannst du mir helfen? Ja. Was soll ich ihr denn besorgen, was vor dem Regen schützt? Also ich meine, ich habe Klamotten. Vielleicht Regenschirm oder so? Ich weiß es nicht. Ja. Gib mir für einen Fisch und ich gebe dir was Tolles dafür. Ich habe einen Fisch. Okay, dann nicht. Tschüss. Platsch. Oh, da kam ich nicht durch. Ich habe für einen kurzen Moment vergessen, dass wir in diesem Spiel nicht schwimmen können. Dann war es... Ups, nimm auf. Und dann war es schon zu spät. Ich bin klug. Ach komm, die soll sich auch nicht so anstellen. So arg regnet es hier doch überhaupt nicht. Ich muss jetzt... Da haben wir zwei Fragezeichen auf die Karte gucken, wo wir ungefähr gerade sind. Wir sind absolut richtig. Wundervoll. Das ist der Weg, den ich gehen wollte. So ein bisschen auch am Bach entlang. Ich wurde auch öfter gefragt, ob das an mir liegt oder ob das Spiel wirklich so ruckelt. Es ist tatsächlich so, dass das Spiel... Guck mal, was ist das denn? Observatorium oder so? Wie cool! Da will ich gleich hin. Es liegt tatsächlich am Spiel. Das ruckelt wirklich so. Beziehungsweise an der Optimierung des Spiels. Am PC soll es flüssig laufen. Kannst du mir Dippfische besorgen? Danke! 5 wären toll. Okay. Vielleicht. Mal schauen. Hier haben wir noch ein Ausrufezeichen. Was haben wir denn hier? Erkenne deine Verwandtschaft. Sprich mit den Wesen, die in dieser Welt leben. Zähme ein Tier und bringe es zum Stein der Weisheit. Ich glaube, das Hinbringen dürfte hier problematischer werden als das Zähmen. Was ist denn das da hinten? Was haben wir denn hier? Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Da brauchen wir aber Zwirren. Da unten ist unser Hof. Guck mal, die Hängebrücke, die ist dann direkt über unserem Hof. Wie cool. Was haben wir denn hier? Sternbild entdeckt. Tier der Hoffnung. Majus. Das war sehr knapp. Okay. Okay, interessant.
Das bringt uns jetzt was? Wir haben hier, ach, da oben drauf ist Nebel. Den können wir uns ja mal kümmern. Jetzt wird es nur schon wieder dunkel. Ich habe am vorigen Anfang extra drauf gewartet, dass morgen ist. Ach, guck mal, dich kann ich zähmen. Eine Liane wollte der. Und kann es jetzt zum Stein der Weisheit bringen. Kommst du? Bambex? Komm, bei Fuß. Sei ein braves Bambex. Sei brav. Der Pfad ist offen. Und der macht jetzt was? Es ist verdammt hell. Es tut in den Augen weh. Und Moment. Es sind Shortcuts, oder? Da ist auch wieder die Göttin. Ja, das sind Shortcuts zu den einzelnen Gebieten. Das ist in den Dschungel. Und das da vorne ist auf den... Wie cool! Ah, das gefällt mir. Kann ich mit dir sprechen, Eri? Dein Himmelskompass möge dich immer führen. Ah, das finde ich super. Ist kein billiger Teleportationszauber, sondern... Eben, ja, wir haben eine Alternative dazu. Die als Shortcut dient, aber eben... Ja, es ist halt ein bisschen kreativer gelöst. Da kommen wir so nicht hoch. Wie komme ich denn zu der Dunkelheit da hoch? Wie komme ich da nach oben? Vielleicht, wenn ich... Nee, auf der anderen Seite bin ich ja auch nicht außen rum gegangen. Ha. Na, Bob. Alles klar, Bob. Ha, dann machen wir das anders. Da komme ich nicht rüber. Wie komme ich denn hier über das Wasser? So auf jeden Fall. Weiß nicht, ob das so gewollt war. Aber es funktioniert. If it works, it works. Kupfershampoo? Falls ich meine Haare kupferfarben... Was? You are not supposed to be here. Ist das ein Easter Egg? Es ist ein Easter Egg. Okay, cool. Wir haben ein Easter Egg gefunden. Und sind in Abrekam. Abrekam. Das sieht mir aus wie eine Magierstadt oder so. Komme ich da sonst echt nicht hin, außer wenn ich mich da über das Wasser drüber glitsche? Tatsächlich. Guck mal, wir kommen da nicht... Wie cool! Wir haben ein Easter Egg. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein eigenes Easter Egg finde. Also ein Easter Egg, das, von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Und es halt versteckt war. Oh, cool. So, wer bist du denn? Jasper. Versuche gar nicht erst, Zubehörwaren in Bastlerheim zu handeln. Ich hörte, sie haben selbst mehr als genug. Okay, in Bastlerheim. Kreativer Name für einen Ort. Okay, ist es... Oder ist es hier so eine Wissenschaftsstadt? Es ist mehr so eine Wissenschaft... Ja, ja, definitiv. Eine Wissenschaftsstadt. Luise. Hast du gehört... In Inglenook sind sie sehr interessiert an Ausrüstungswaren. Okay, und Bastlerheim hat anscheinend genug davon. Warum nahmen die Bambex eine Leiter zur Schule? Es gab keinen Bus. Hä? Hä? Den habe ich jetzt nicht verstanden. So, was gibt es und was wird denn hier gehandelt? Was kriege ich denn hier billiger? Was ist das? Seide? Ja. Gut, es scheint jetzt kein Händlerdorf zu sein, beziehungsweise irgendwas,
wo ich krass Rabatt kriege. Was haben wir denn da oben? Da oben ist ein Ausrufezeichen. Ah, da ist das Observatorium, das ich vorher gesehen habe. Wie komme ich da hoch? Durch den Nebel? Ah, nee, hinter dem Nebel ist eine Schatzkiste. Hinfort, Nebel! Weiche! Steinplatten, okay, was bringen uns die? Keine Ahnung. Muss ich da vielleicht von oben hin oder? Hier haben wir auf jeden Fall. Bastlerheim, okay, hier ist direkt nebendran. Ich sag gerade verdammt oft okay, gell? Hier ist direkt nebendran noch ein Ort. Willkommen im Bastlerheim. Aus Gegenständen im Wert von $50 können wir dir einmal Krimskrams machen. Alright then. Holz können wir jetzt zum doppelten Preis verkaufen. Runde Zöpfe. Hier gibt es eine neue Frisur. Auch interessant, aber nichts, was ich jetzt irgendwie brauchen würde. Ist das der ganze Ort? Will ja nichts sagen, aber das ist jetzt nicht so eine große Stadt. Pflaumen kriegen wir hier billiger. Well. Ich brauche irgendeine Alternative, die ich statt okay sage. Da unten haben wir noch ein Fragezeichen. Ah, da ist noch, guck mal, da ist noch mehr Nebel. Beseitigen wir doch mal. Wir haben schon ewig keine Fee mehr gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es noch so viele Feen gibt oder ob wir die meisten einfach schon gefunden haben. Was hat uns das gebracht? Hier ist eine Kiste, okay. Ich habe schon wieder okay gesagt. Es ist unfassbar. Was ist das da vorne? Ist das das Anfangsdorf? Ja, tatsächlich. Vermont. Wie cool! Okay, wir sind jetzt fast einmal. Ich sag schon wieder okay. Wir sind jetzt fast einmal im Kreis gelaufen. Mega cool, dass wir jetzt hier so ein kleinen Rundgang gemacht haben. Ich würde da ganz gerne noch auf den Berg hoch. Die Frage ist, ob wir das jetzt schon sollen. Oder ob wir erstmal der Hauptquest ein bisschen nachgehen. Ach, hier sind. Guck mal, hier sind Stufen. Das bietet sich doch an, wenn wir jetzt hier. Ach so, ne, hier kommen wir nur nach Bastlerheim. Stellt sich natürlich auch die Frage, wie wir den Berg hochkommen sollen. Vielleicht kommen wir den ja noch gar nicht hoch. Gibt es auf der Karte irgendwie einen Indikator für einen Weg? Guck mal, da sieht es aus, als ob da vorne rechts irgendwie so ein Aufgang oder so wäre. Da können wir mal versuchen, ob wir da irgendwie hochkommen. Ja, guck mal hier. Hier ist so eine Schneise. Die wir ein bisschen neu. Jetzt wird es aber kalt hier. Erz. Komm ran. Ich würde echt gern bald mal wieder. Loot? Loot, 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 Loot. Der Hauptquest nachgehen. Und mit der Fähre ein bisschen übersetzen. Hier scheint es auch recht viel Erz zu geben. Nice. Nimm den Pilz mit. Ich möchte meinen Loot haben. Aber das ist auch mehr so eine Schneise durch den Berg, oder? Ah, nein. Nein, nein. Alles gut. Die Frage ist, wo kommen wir jetzt raus? Wir haben hier ein bisschen Nebel. Düsternis. 12 Stück brauchen wir. Hier könnte vielleicht tatsächlich irgendwas. Nee, nur eine Schatzkiste. Aber da kann ich was pflanzen. Oder? Ist es nichts? Na, es ist tatsächlich nichts zu pflanzen. Ein Aliora-Samen haben wir gefunden. Und hier sind wir jetzt. Was bist du denn? Oh mein Gott, es ist so süß! Es ist so süß. I can't even. Cuteness Overload.
Da haben wir noch Nebel, den können wir beseitigen. Und da geht's runter. Wohin geht's denn da runter? Da geht's wieder nach unten, nach Wimblewick. Also da, wo ich eh hin wollte, um mit der Fähre abzusetzen. Es scheint ja so, als ob's dann... Ach, hier kann ich doch pflanzen. Hier kann ich doch anpflanzen. Ich wusste doch, ich dachte mir schon, dass die so aussehen, als ob man da irgendwie was pflanzen könnte. Also hier scheint es richtig viele Erze zu geben. Zumindest so auf den ersten Eindruck. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie weit geht's denn hier nach oben? Nicht mehr weit, gell? Nee, da hinten ist ja auch schon mehr. Da ist ja dann schon zu Ende. Hier geht's weiter den Berg hoch und da links haben wir noch ein Fragezeichen auf der Karte. Ah ja, mehr Düsternis. Und da hinten haben wir Licht. Da hinten scheint jemand zu sein, beziehungsweise zu leben. Haben wir genug Geister? Schwupp! Hier scheint es aber auch ein dekoriertes Ei. Das sieht aus, als wäre das richtig viel wert. Warum ist die Hängebrücke, Hängebrückenquest ausgewählt? Man weiß es nicht. Die Frage stellt sich jetzt auch, sollte ich da hinten zu dem Licht hingehen? Nein, das war falsch. Ich wollte die Karte aufmachen. Scheint das oberste Ende der Karte zu sein. Der nördlichste Punkt der Welt. Möchte ich fast sagen. Ich bin mal gespannt. Da haben wir auf jeden Fall recht viel Nebel. Was bist du? Sieht interessant aus. Ich kümmere mich erstmal um den Nebel, weil ich jetzt ein bisschen Spannung aufbauen will. Oder mache ich einen ganz dreisten Cliffhanger davor? Wir scheinen aber tatsächlich schon fürs meiste Feen zu haben. Ich weiß gar nicht, gibt's noch arg viel mehr Feen? Ich glaube, ich informiere mich mal vor der nächsten Folge, wie viele Feen es insgesamt gibt. Auf jeden Fall scheint es hier in dem Gebiet wohl noch... Also gerade eben gab es noch 5 Düsternis, also müsste es jetzt nur noch 4 haben. Weiß nicht... Frostfuchs, warum das jetzt nicht mehr angezeigt wird, wie viel Düsternis noch übrig ist. Das stand doch immer rechts oben im Eck. Bist du ein Frostfuchs? Nein, du bist ein Fluffjunge. No. Die Tiere hier sind auch so goldig. Total süß. Weg mit der Finsternis. Wir haben hier... eine Statue. Und sonst nix? Die Statuen sehen auch sehr verdächtig aus. Es kann sein, dass wir die noch für irgendwas brauchen. Weil sonst scheint es hier tatsächlich nichts zu geben. Da ist noch eine Düsternis vor uns. Unter uns. Ist da eine Höhle oder so? Oder warum wird mir direkt hier noch eine Düsternis angezeigt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt bloß. Außer hier ist ein Höhleneingang. Dann wüsste man. Oh, da ist eine Katze und die habe ich jetzt verfehlt. Mist, die hole ich mir. Kätzchen! Kätzchen, ich komme für dich! Ich habe gerade ein... Egal. Sprechen wir nicht drüber. Sprechen wir einfach nicht drüber. Ich schnapp mir das Kätzchen. Komm. So, jetzt die Frage, wo runter? Hier, oder? Ja, Kätzchen. Gut, ein Schneeschwänzchen. Freunde. Dann würde ich sagen,
soll es erstmal gewesen sein mit Yonder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.